So, da sind wir wieder. Jetzt im zweiten Versuch mit der richtigen Datei auch, sodass wir wirklich auf die aktuellsten Charts einmal blicken können. Genau, guten Morgen nochmal in die Runde. Wir starten direkt ein und holen damit auch die verlorene Zeit einmal wieder rein. Ja, wir haben einiges Spannendes mitgebracht, auch diesmal ein bisschen in verschiedenen Zeitachsen, kann man so sagen. Wir starten quasi mit einem Blick auf den Tageschart vom DAX hier. Ich habe es mal mitgebracht, hier mit der 50er gleitender Durchschnitt, den wir hier sehen. Was ist passiert in der letzten Zeit? Ja, DAX konsolidiert hier oben, man sieht es in diesem blauen Eck ganz gut und bewegt sich eigentlich aus diesen hohen Niveaus nicht heraus. Wir kennen das gut, ganz gut vom Nikkei, dass man immer wieder auf diesen hohen Phasen auch konsolidiert. Woher kommt so ein bisschen? Ja, man sieht ganz unten, ich habe diesmal hier den RSI mal mitgebracht und der RSI zeigt uns an, wann ein potenzieller Markt oder eine Aktie etwas zu stark gekauft oder verkauft wurde. Und man hat halt sehr, sehr stark gesehen, nachdem wir diesen super starken Anstieg hatten, hier um die 40% seit Mitte, Ende Oktober, waren wir sehr stark in diesem sehr stark überverkauften Bereich, muss man sagen, überkauften Bereich. Und ja, der DAX konsolidiert sich jetzt hier oben so ein bisschen und das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich hier wieder in einen ganz guten Bereich gelaufen sind. Das heißt, der Markt muss nicht unbedingt wieder fallen, sondern kann sich auch konsolidieren über die Zeit. Das ist das, was er aktuell gerade tut. Hatte eher so einen leichten Abwärtstrend, jetzt aber mit dem unveränderten Druck der EZB, also keine neuen Zinserhöhungen, keine Zinssenkungen, aber auch keine neuen Zinserhöhungen, stabilisiert man sich oben ganz gut. Was man sagen kann, Industrieproduktion in Deutschland war leider wieder nicht so positiv. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen zu den ein, zwei Wirtschaftskennzahlen, die generell nicht ganz so positiv in Deutschland waren. Dafür umso positiver in den USA und auch das hat den DAX ein wenig gestützt. So viel eigentlich so zum DAX, also wir konsolidieren auf hohen Niveaus jetzt etwas mit einem positiveren Trend wieder aus der letzten Woche heraus. Wir gehen weiter in den S&P 500, ich habe es gerade eben angesprochen, da sehr positive Wirtschaftskennzahlen, also wir hatten hier einen BIP-Anstieg um 3,3% statt den erwarteten 2%, also deutlich, deutlich über den Prognosen. Auch die Einkaufsmanager-Indizes waren positiv, auch die weiten sich wieder aus. Jetzt kann man sagen, naja, klingt ja alles wunderbar und der S&P 500 sieht das ebenso. Also wir sind jetzt hier hochgelaufen bis auf diese 4.900 Punkte, auch in den letzten Tagen sieht man, das ist weiterhin sehr, sehr positiv gelaufen. Immer noch in diesem Trendkanal, deutlich über dem 7er und auch dem 50er gleitenden Durchschnitt. Aber wir sehen es hier unten auch so ein bisschen, auch hier geraten wir wieder in den überverkauften Bereich, den überkauften Bereich. Ähnlich hier nach dem Dezember, also geht es um ähnlich zum DAX. Der DAX hat sich jetzt konsolidiert. Hier findet das Ganze nicht statt. Ganz gerade ziemlich viel Rückenwind aus der Wirtschaft. Natürlich auch so ein bisschen wieder der Grund, ja, wie wird es jetzt mit den Zinsen enden, wenn wir weiterhin so eine positiv laufende Wirtschaft haben oder eine deutlich positiver als erwartete Wirtschaft. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Jetzt diese Woche gibt es die FED-Sitzung. Und da wird sich das gegebenenfalls auch wieder auf die Indizes auswirken. Grundsätzlich gerade aber ein sehr sauberer Aufwärtstrend, der sich nicht ganz so in den 10-jährigen Bundesanleihen widerspiegelt. Da ist es nämlich, ja, nachdem wir quasi keine Zinssteigerungen bekommen haben und auch keine Zinssenkungen bekommen haben, aber trotz dessen wieder zu einem Abfall gekommen. Und das sehen wir hier unten. Und das liegt so ein bisschen daran, dass die EZB sich jetzt auch nicht vehement gegen diese Zinssenkungen gestellt hat. Es war in den letzten Wochen hier ja auch öfter das Thema, dass man gesagt hat, na gut, der Markt erwartet schon relativ viele Zinssenkungen und die EZB spricht noch eigentlich gar nicht von diesen Zinssenkungen, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Ja, und bei der letzten Sitzung hat man immer noch nicht davon gesprochen, allerdings man hat sich auch nur halbherzig dagegen gestellt, so zumindest so die Annahme vieler Analysten. Und das führt dazu, dass dieser Aufwärtstrend, den wir seit Anfang des Jahres in den Anleihenrenditen gesehen haben, jetzt wieder abbricht und wir langsam in so einem etwas Abwärtstrend abgleiten. Wir haben eine relativ starke Unterstützung hier noch bei 2,2%. Das wird sich dann zeigen, auch hier in den nächsten Tagen, insbesondere natürlich auch mit dem, was rund um die FED passiert. Wir gehen nochmal weiter in den Nasdaq 100. Auch hier, ähnlich zum S&P 500, ein weiterhin positiver Trend. Widerstand hatten wir hier von 16.650. Das war so das Hoch aus dem Oktober 22, das wir hier gesehen haben. Also weiterhin sehr, sehr positiv, jetzt bei knapp 17.600 Punkten. Ähnlich zu sehen eigentlich wie beim Nasdaq 100. Auch hier sind wir so leicht im überkauften Bereich.
haben so ein bisschen hier konsolidiert über die Tage, aber jetzt wieder mit positivem Trend, insbesondere weil ja die Nachrichten rund um das Thema Big Tech, also rund um die großen Technologiekonzerne, in den letzten Wochen eigentlich fast nur positive Nachrichten waren. Man hat sich gegenseitig hier befeuert. Letzte Woche haben wir über die Magnificent Seven gesprochen. Ja, der RSI, wie gesagt, im überkauften Bereich. Mal gucken, was so die Earnings diese Woche bringen. Da wird es sehr, sehr spannend, ob ja dieser positive Aufwärtstrend dann weiter bestätigt wird durch die großen Tech-Konzerne. Gucken wir noch mit einem Blick auf die 10-jährigen US-Treasuries, also auf die 10-jährigen US-Anleihen. Ja, die fallen zaghafter, kann man sagen, als die Anleihen hier der 10-jährigen Bundesanleihen, also hier in Deutschland. Also wir konsolidieren hier deutlich eher bei diesen knapp 4%, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Ich habe es hier mal eingezeichnet, diese 4%-Linie. Man sieht aber halt so ein bisschen, dass dieses Momentum gerade nicht so stark fallend war wie bei der EZB, was so ein bisschen an der positiven Wirtschaft liegt. Also es konsolidiert sich so um die 4%. Ähnlicher Trend ist hier aber trotzdem zu sehen, er beginnt noch nicht so richtig. Mal gucken, was auch hier, wie gesagt, die nächsten Tage auch kommt, insbesondere auch im Rahmen jetzt der FED-Sitzungen. Auch nochmal ein Blick auf den Hang Seng. Ich habe hier mal diesen Abwärtstrend eingezeichnet, der sich eigentlich, ja, muss man sagen, seit Anfang letzten Jahres ungebrochen durchsetzt, also auf weiter fallenden Kursen, auch weiter eigentlich schön in diesem Kanal geblieben. Jetzt muss man sagen, ist man relativ kurzfristig eigentlich nach unten ausgebrochen. Es gab relativ negative Nachrichten und noch ja, weniger positive Zukunftsaussichten für China, zumindest insbesondere kurzfristig. Aber der Stimulus, der jetzt reingeflossen ist, stabilisiert zumindest wieder diesen Abwärtstrend. Also wir sacken nicht in einen noch tieferen, sondern wir stabilisieren uns hier in dieser Phase. Ja, das ist das einzig Positive, was man zumindest hier rein in diesem Bild sehen kann. Es bleibt weiter spannend, ja, wie sich die chinesische Wirtschaft entwickelt. Ganz gegensätzlich, wie immer beim Nikkei, weiterhin hier sehr, sehr starker Trend. Wir sind jetzt mal auf den großen Zeitebenen. Ich bin jetzt mal hier im Monatschart unterwegs, denn wir wollen uns mal ansehen, ja, wie weit ist es eigentlich noch entfernt bis zum Allzeithoch des Nikkei, denn da das bandelt sich gerade, muss man sagen, so ein bisschen an. Also wir haben jetzt hier schon zweimal über Konsolidierungsphasen in der letzten Zeit gesprochen. Aus beiden ist der Nikkei ausgebrochen. Das sieht man sogar in den Monatscharts ganz gut. Und wir sehen, dass halt das Allzeithoch hier aus dem Jahre 1998 quasi wieder, 89 wieder angepeilt wird. Also wir laufen quasi wieder in diese Hochs rein. Es ist noch ein Stück, also wir haben noch ein paar tausend Punkte quasi hier zu holen. So 2.500, 3.000 Punkte sind es knapp. Aber man sieht halt ganz gut, dass sich das Ganze anbahnt und auch der Nikkei sich weiterhin in diesem sehr positiven Trend befindet. Insbesondere hat er auch wieder Aufwind dadurch bekommen, dass die Inflationsdaten ja sich gerade wieder ein bisschen abgeschwächt haben. Das heißt, die Zentralbank hat wieder so ein bisschen Luft und Zinserhöhungen oder das, so eine Lockerung der Zinspolitik generell sind wieder ein bisschen weiter in Ferne gerückt. Das freut natürlich so ein bisschen die Märkte, kann man so sagen, denn das heißt weiterhin lockere Geldpolitik. Nicht gut für den Yen oder für den Wert des Yens, aber gut für viele Wirtschaftskennzahlen und auch den Export aus Japan raus. Chart der Woche, kann man so sagen. Also man sieht es hier mal ganz gut. Ich habe gerade eben darüber gesprochen, wie sich der Hang Seng verhalten hat. Und das sieht man hier, den Hang Seng in US-Dollar einmal abgebildet. Eine Grafik von Bloomberg, die eigentlich zeigt, dass Indien, und wir haben viel Positives über Indien in der letzten Zeit gehört, viel Verlagerung von China nach Indien, aber dass Indien tatsächlich gerade dabei ist, dass die Größe und das Volumen des chinesischen Kapitalmarktes zu übertrumpfen, das heißt den Markt zu überholen. Hängt zum einen damit zusammen, bleibt der Aufwärtstrend hier weiterhin konstant und bewegt sich der indische Markt quasi weiterhin konstant nach oben und bleibt der chinesische oder hier im abgebildet der Hongkonger Stock Exchange Markt weiterhin in diesem abfallenden Trend. Ist es so, dann wird sich dieses Bild weiter verschärfen. Es kann sich natürlich auch noch ändern. Wir hatten schon mal Zeiten, wo die Differenz deutlich, deutlich größer war. Wir sehen aber halt tatsächlich sehr, sehr stark, dass sich hier was anbandelt. Und ich glaube, das werden wir auch zum Ansatz sehen, nochmal tiefer in den indischen Markt jetzt in den nächsten Wochen auch zu blicken. Wenn ihr dafür Ideen habt, schreibt sie uns gerne. Wir haben einige spannende Titel schon rausgesucht. Wir haben ja schon mal über den ETF gesprochen. Aber Indien wird auch mit das Thema sein in den nächsten Tagen und Wochen. Wir gehen mal weiter
zu den Einzeltiteln, kann man sagen. Also, was waren so die Aktien-News der Woche? Denn tatsächlich war auch dort sehr, sehr viel los. Wir starten mit Netflix. Der US-amerikanische Streaming-Dienst hat mal wieder positive Quartalszahlen vorgelegt. Also, nachdem wir lange Zeit jetzt immer wieder negativere gesehen haben, haben wir jetzt oftmals positivere hintereinander. Deutliches Umsatzwachstum, deutlicher Anstieg der Abonnenten und sehr, sehr hohe Margen. Also das Betriebsergebnis war außerordentlich gut und insbesondere auch der Ausblick war gut. Ich habe auch mal den Chart mitgebracht, da sieht man das ganz gut. Mal abgebildet hier im Wochenchart. Ja, wir sind von einem Hochpunkt gekommen, November 22 ungefähr. Sind dann, und das waren die Quartalszahlen, die ich eben beschrieben habe, zwei-, dreimal deutlich abgesackt, haben dann so eine Bodenbildung gehabt und tatsächlich haben wir ziemlich ungefähr in diesem Zeitpunkt auch hier mal drüber gesprochen, also das erste Mal über Netflix zu etwas genauer gesprochen. Dann kamen etwas durchwachsenere Quartalszahlen, aber jetzt positivere und ja, in der ganzen Reihe kann man so sagen. Ja, und ich habe es auch hier mal angezeichnet, bis zum Hoch sind jetzt immerhin nur noch 20%, aber wer sich gefragt hat, boah, Netflix in der letzten Zeit lief es die ganze Zeit so gut, das ist richtig, aber die Hochs von damals haben wir immer noch nicht erreicht, bis dahin sind es noch 20%, also es ist noch ein bisschen Puffer nach oben, hier auch nochmal im RSI sieht man aber ganz gut, dass wir uns so langsam auch in einem überkauften Bereich finden. Also gegebenenfalls konsolidiert sich der Kurs hier noch ein bisschen und wird sich dann in den nächsten Wochen nochmal weiterentwickeln, auch vielleicht getrieben von den großen Technologiekonzernen. Aber ein sehr, sehr spannendes Bild hier auch bei Netflix. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Zeiten entwickelt. Wir gehen weiter zu ASML. Wir hatten ja die letzten Wochen positive Nachrichten von TSMC, von AMD, also grundsätzlich ein positives Bild, was sich da zeichnet. Jetzt kommen Quartalszahlen raus von AMD noch, aber ASML hat letzte Woche Quartalszahlen geliefert. Während TSMC ja diesen positiven Ausblick geliefert hat, hat man schon gedacht, ja, bei ASML wird es wahrscheinlich so ähnlich sein, denn ASML ist der größte Lieferant von Maschinen für TSMC, also für den großen taiwanesischen Chiphersteller. Und das zeigte sich jetzt auch in den Quartalszahlen deutlich über den Markterwartungen, insbesondere der künftige Auftragsbestand. Also es skizziert sich ein weiterhin positiver Weg. Auch mal positive Nachrichten für LVMH und Christian Dior. Luxusgüterkonzerne, kann man so sagen, die ja etwas zu kämpfen hatten in der letzten Zeit, scheinen wieder etwas zu erblühen. Also es gibt einen etwas positiveren Trend hier wieder. Man hat noch nicht die alten Hochs erreicht. Ich habe auch mal den Chart angeguckt. Der ist jetzt noch nicht so spannend, aber man sieht halt ganz gut, dass insbesondere das Geschäft in China gerade etwas anzieht. Vielleicht auch bald das Geschäft in Indien. Wir haben es gerade eben diese beiden Konkurrenten quasi gesehen, wie sich das in Asien verhält. Aber grundsätzlich wieder etwas positiverer Trend. Man sieht, dass weiterhin beständiges Wachstum da ist. LVMH, Christian Dior kann man auch fast als ein Unternehmen sehen, aber grundsätzlich positive Zahlen dort. Auch sehr spannend ist tatsächlich IBM, ein Riese quasi unter den US-amerikanischen IT-Unternehmen, auch ein Urgestein, kann man so sagen. Und sehr positive Zahlen, Umsatzanstieg, Gewinnanstieg. IBM war ja so mit der Vorreiter damals mit Watson als einer der ersten Unternehmen, die KI quasi wirklich in die Welt getragen haben. Da gab es Schachspiele und. Aber tatsächlich gibt es Watson auch immer noch und es funktioniert auch scheinbar immer noch im Rahmen der Beratung rund um das Thema KI und wie kann man das Ganze integrieren. Man muss sich IBM wirklich als großes Konglomerat schon vorstellen, was viele Bereiche hat. Und wer gedacht hat, oh, die sind ja schon alt und die sind bestimmt gar nicht mehr so positiv unterwegs. Ich habe es mal kurz mitgebracht, weil ich war selber relativ erstaunt, wie positiv langfristig anhaltend doch dieser Trend von IBM war. Ist ja eigentlich ein Dividendenzahler schon über längere Zeit gewesen und trotzdem hat man ja eigentlich dieses schöne Bild, was sich langsam und kontinuierlich nach oben bewegt, natürlich mit Wellen, aber jetzt hat man es deutlich mal nach oben durchbrochen nach den letzten Quartalszahlen. Also auch ein Kandidat, den man sich nochmal genauer angucken sollte. Wir gehen weiter zu American Airlines. Ja, hier sieht man es mit plus 12%, United Airlines auch mit plus 11%. Wir haben es generell in den letzten Wochen gesehen, das Flugsegment scheint sich deutlich zu bessern. Also rund um den Flugtourismus tut sich etwas Positives. Boeing hatte zwar zuletzt Probleme und insbesondere auch Probleme mit den Flugzeugen,
Aber eigentlich, das grundsätzliche Thema Airlines scheint sich gerade wieder etwas positiver zu entwickeln. Allerdings muss man sagen, wenn man sich den Chart von American Airlines etwas langfristiger hier ansieht, dann muss man sagen, konsolidiert sich das etwas auf tieferen Niveaus. Also es gibt hier eigentlich diese Keilformation, die sich abbildet. Ja, und irgendwann gegebenenfalls in Zukunft hier mal ein Ausbruch stattfinden kann. Wenn das weiterhin positiv bleibt, dann tendenziell eher nach oben. Aber man muss sagen, ja, nachdem es viel Schwung und ja auch viel eine längere Zeit höhere Kurse gab, American Airlines hatte ja längere Zeit auch Probleme, konsolidiert sich gerade so ein bisschen der Kurs und ja, positive Nachrichten, man sieht es hier unten auch schon ganz gut, verpuffen oftmals sehr, sehr schnell. Ja, da ist weiterhin fraglich, ob es Fluggesellschaften gibt, die wirklich nachhaltig positiv, positiv auf dem Aktienmarkt performen. Das ist momentan eher rar zu finden, eher noch bei Flugzeugbauern, wie bei, zum Beispiel bei Airbus zu finden. Schauen wir uns aber auch noch an. Und wir haben mal mitgebracht Intel, denn auch Intel hat Quartalszahlen geliefert. Vielleicht gucken wir uns die nochmal zuvor an. Tesla natürlich auch noch mit dabei mit sehr negativen Quartalszahlen, aber auch Intel, wie gesagt, hat Quartalszahlen geliefert. Ich habe gerade von sehr, sehr vielen positiven Nachrichten von TSMC, von ja rund um die Sparte von Nvidia, AMD und geliefert bekommen. ASML mit positiven Zahlen, Intel jetzt mal mit den ersten negativen Schlagzeilen quasi rund um das Thema Chip. Jetzt denkt man ja, Intel hat ja in der letzten Zeit öfter mal negative Schlagzeilen geliefert. Das ist soweit auch richtig, aber, und ich habe den Chart ja gerade eben schon gesehen, hat man eigentlich eine sehr, sehr schöne Erholung der Intel-Aktie gesehen. Relativ viel hier gerade gezeichnet, wir gehen mal Stück für Stück durch, also ungefähr hier so Ende Oktober 22 hat dieser Negativtrend angefangen, wo man so ein bisschen gemerkt hat, ja, bei Intel hört dieser PC-Boom auf, also der Personal-PC-Boom, kann man so sagen, also die Leute kaufen sich nicht mehr ihre neuesten, ja, Hardware, eure neuesten PCs, ihre neuesten Laptops, weil das wurde alles in letzter Zeit schon gekauft. Das heißt, da hat man ein bisschen das Momentum verloren. Dann kam alles rund um AI hinzu. Man hat gemerkt, man ist vielleicht nicht mehr ganz so an der Speerspitze. Hat ungefähr in diesem Bereich hier beschlossen, dass man die Dividenden kürzt und mehr in Innovation investiert. Das Unternehmen etwas restrukturiert. Ja, und das hat dazu verholfen, dass man diesen wirklich sehr positiven Trend eigentlich gesehen hat. Man nennt das so ein bisschen Untertasse, kann man so sagen, oder Tasse. Und ja, man sieht eigentlich, dass dieser Verlauf in der letzten Zeit deutlich, deutlich positiv war. Also zuvor, den letzten Quartalszahlen, waren wir ja auch im überkauften Bereich. Jetzt eine Ecke zurückgekommen, aber allerdings auf relativ hohen Niveaus, muss man sagen. Also auch eine gewisse Form der Konsolidierung, die sich hier abgebildet hat. Die Zahlen waren grundsätzlich eigentlich sehr positiv, insbesondere was die Vergangenheit betroffen hat. Allerdings war Intel skeptischer oder etwas restriktiver, was die Zukunft betrifft, während alle anderen Chiphersteller deutlich euphorischer waren. Man ist natürlich auch in etwas anderen Segmenten unterwegs, nicht ganz so stark im AI-Geschäft, im KI-Geschäft, eher stärker darin im Foundry-Geschäft, also darin Chips für andere Chip-Designer herzustellen, zum Beispiel wie Nvidia für AMD oder ähnliche. Das heißt, man versucht gerade so ein bisschen die Abhängigkeit auch aus Taiwan, weil dort der TSMC als größter Chiphersteller sitzt, zu lockern. Das heißt, man verlegt Fabriken in die westliche Welt, nach Deutschland, nach Europa, in die USA. Dieses Geschäft macht allerdings noch keine Gewinne, belastet Intel also noch weiter. Da möchte man aber tatsächlich so ein bisschen, man kann sagen, der Schaufelverkäufer auch werden. Ein Bereich von Intel, viele andere laufen etwas durchwachsener, teilweise positiver, teilweise weniger positiv. Der PC-Markt läuft zumindest wieder ein bisschen an und man sieht hier, ja, bis zu diesem Widerstand, zu dem es erstmals bergab ging, sind jetzt noch 20% ungefähr an Puffer oben. Ja, bis zu dem Hoch, was wir hier gesehen haben im April, ungefähr 44%. Also die Unterstützungen sind hier eigentlich relativ stark, insbesondere auch durch die gleitenden Durchschnitte. Jetzt auch nach der letzten Konsolidierung, da wird sich auch zeigen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickeln wird. Kommen wir zu den News der kommenden Woche und ich habe gerade darüber gesprochen, ja, Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne wird das große Thema sein, also Microsoft, Alphabet, wir haben AMD noch, wir haben Amazon, Apple, Meta, also diese Woche wird sich zeigen, wie so die Performance der nächsten Wochen vielleicht auch weiter aussehen könnte, denn wir wissen es, diese großen 7 haben quasi 80% der Performance des Marktes im letzten Jahr ausgemacht. Da ist jetzt die Frage, geht es weiter so oder nicht?
das wird sich zeigen und ja, wir werden das nächste Woche werden wir ein bisschen schlauer sein, aber auch sonst sind natürlich viele große Unternehmen wieder dran. Wir sind wieder voll in der Earnings-Saison angekommen. Novo Nordisk, Mastercard, Qualcomm auch nochmal als Chip-Hersteller. Es wird sehr, sehr spannend, wenn man mal auf die einen oder anderen Chart blickt. Sieht man auch in den einzelnen Chartformationen, wird es ganz spannend. Hier mal abgebildet von Alphabet, von Google. Man hatte hier diesen Topf quasi, ja auch wieder wie bei fast allen im Oktober, Ende Oktober, ist dann in Tiefs gelaufen, ja bis zum Oktober 23 ungefähr ein Jahr gab es diesen Abwärtstrend, seitdem ein sehr, sehr schöner Aufwärtstrend. Jetzt hängt man eigentlich an diesem Hochs, das man damals, oder die man damals ungefähr gemacht hatte. Ja, und das wird auch genau charttechnisch so eine Aufbau sein, entweder man prallt wirklich dran ab, also man hätte dann wieder hoch, tief, hoch, dann würde sich hier wieder eine Formation ausbalden oder man bricht halt wirklich durch. Der Widerstand hier ist zumindest relativ stark und substanziell, also die Quartalszahlen werden es da zeigen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wir werden nächste Woche uns noch weitere ansehen, wenn wir die Zahlen dann auch gesehen haben. Was steht noch an Terminen an? Ja, ganz klar im Fokus natürlich die Zinsentscheidung der FED morgen. Insbesondere dem, was drumherum gesagt wird. Wie wahrscheinlich sind wirklich Zinssenkungen mit Ende des ersten Quartales? Wir haben aber auch Arbeitslosenquoten, wir haben noch Inflationsdaten und ja, das wird eine relativ spannende und volle Woche. Auch bei uns kann man so sagen. Heute Abend geht es nochmal um Investmentstrategien und auch um den Optionshandel. Beides werden wir uns ansehen. Ja, in dem Aktienbasiskurs heute Abend, also auch wie man Optionen generell nutzen kann. Dann am Donnerstag Aktienroundup Porsche AG. Man kann sagen, die Aktie ist unter Druck. Jetzt mittlerweile unterhalb des IPO-Preises von ungefähr vor anderthalb Jahren. Und jetzt ist die große Frage natürlich, lohnt sich der Einstieg? Wir werden uns morgens vormittags im Aktienroundup drum kümmern und auch nachmittags in der Aktienwerkstatt. Sie insbesondere auch mit anderen Luxusautobauern vergleichen. Porsche, Mercedes oder Ferrari, was es auch wird. Werden wir dann am Donnerstag herausfinden. Damit sind wir am Ende. Wir haben die Zeit ganz gut ja, herausgeholt. Detlef, ich schaue mir deine Frage noch an zu dem Dividendendepot. Wir sind da gerade dran, das nochmal technisch einfacher zur Verfügung zu stellen. Schreib mir gerne nochmal eine Mail. Wir können dir das auf jeden Fall so zur Verfügung stellen. Aber allerdings künftig natürlich auch einfacher zum Download. Ich verabschiede mich für heute Vormittag und sage bis heute Nachmittag. Tschüss.